ist jetzt Wort Alexandra Tander von der ÖVP. Danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, stundenlang in derselben Schutzkleidung, Kleidungen in mehreren Schichten übereinander, Vollmontur, Maske, Schild, ohne Möglichkeit einer Pause, ohne Möglichkeit, die Maske abzunehmen, direkt am Patienten, am Krankenbett, ständig im persönlichen Kontakt, wie es bei Pflegekräften und Ärzten der Fall ist. Aber auch nicht medizinisches Personal wie Reinigungskräfte, die ständig in den Gängen wischen müssen, für die Hygienestandards verantwortlich sind. Klinisches Personal, das das Essen an das Bett bringen muss. Also ständig im unmittelbaren Umfeld mit ansteckenden Patientinnen und Patienten. Für diese Berufsgruppe, also die, die ständig im persönlichen und unmittelbaren Kontakt mit Covid-Erkrankten sind, genau für diese Berufsgruppe, die tätig sind in gemeinnützigen Krankenanstalten, für die wurde dieser Pflegebonus gemeinsam mit der Regierung erarbeitet. Und die Abänderung hat auch gezeigt, dass sehr wohl der Personenkreis erweitert wurde, der diesen Risikos ausgesetzt ist. Bis zu 500 Euro. Dankeschön. Bis zu 500 Euro Steuer- und Abgaben befreit für über 200.000 Personen. Der Bund wird dafür bis zu über 500.000 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Und dieses Gesetz regelt nur den Kostenbeitrag des Bundes. Und das möchte ich bitte hier betonen. Es hindert niemanden daran, auch nicht Rettungsdienstorganisationen, selbst noch etwas zu zahlen. Das Gesetz regelt nur den Kostenbeitrag des Bundes und hindert Träger von anderen Krankenanstalten, insbesondere den privaten, die auf Gewinn orientiert sind, nicht daran, mehr zu zahlen. Weitere Zuwendungen können auch die Länder und die Gemeinden geben. Auch die werden durch diesen Pflegebonus, der vom Bund bezahlt wird, nicht daran gehindert. Ich würde sogar sagen, die sind warmly welcome, solche Beiträge von anderen Organisationen. Demnach sind die 500 Euro nicht als generelle Obergrenze zu verstehen, und das ist mir ganz wichtig, sondern nur als Obergrenze des Bundes. Und das möchte ich hiermit auch die Aussage eben der Kollegin Ribo nochmals unterstreichen. Es dürfen auch andere etwas zahlen. Liebe Kollegen, es ist immer schwer, eine Grenze zu ziehen. Das ist mir klar. Es ist immer schwer, eine Grenze zu ziehen, denn jeder Mensch ist immer wichtig und wertvoll. Und das nicht nur in der Krise. Klare Richtlinien, messbare Kriterien, die führen immer zu Disputen. Und Definitionen laden immer zum Polarisieren ein. Das ist nun mal so. An Definitionen und Kriterien scheiden sich immer die Geister. Trotzdem benötigt es diese Definitionen. Eine Förderung über alle die in der Krise geforderten Berufsgruppen ist weder budgetär machbar noch sinnvoll. Ein Gießkannenprinzip ist nicht sinnvoll. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie die Geduld hätten, meine Rede zu Ende anzuhören, und dann höre ich mir gern Ihre Widerrede an. Es gibt viele Sparten, in denen die Mitarbeiter ebenso sehr gefordert wurden. Daher hatte die Regierung letztes Jahr auch die Möglichkeit geschaffen, Boni bis zu 3.000 Euro steuerfrei auszuzahlen. Viele Unternehmen haben davon Gebrauch gemacht. Ich selbst kenne einige davon. Daher appelliere ich heute auch an alle betriebs- und privatwirtschaftlich geführten Unternehmen, die während der Krise Gewinne gemacht haben, einen Teil davon an ihre Mitarbeiter weiterzugeben. Wie das auch schon die Kollegin Ribo angesprochen hat, das ist niemandem verboten. Hier sehe ich schon auch diese Unternehmen in der Verantwortung, weil die Mitarbeiter haben ja dazu beigetragen, dass durch die Belastbarkeit, durch die vielen Stunden, dass Gewinne erwirtschaftet wurden. Es ist nun mal zu respektieren, dass das Gesundheitspersonal in dieser Krise, das ständig, und mit ständig meine ich 12 Stunden nonstop in dieser Kleidung, einen herausragenden Job gemacht hat. Und Garant dafür war, dass wir in Österreich diese Krise doch relativ gut überlebt haben und durchgestanden haben. Deswegen ist der Fokus auch auf diese Personengruppe gemacht worden, die direkt im persönlichen, pflegenden
Kontakt der Erkrankten steht. Vielen Dank. Der direkte Pflege, den Kontakt mit den Patientinnen, der sehr wichtig gewesen, betont Alexandra Tander von der ÖVP. Und generell sei es schwierig, eine Grenze zu ziehen, wer mit dem Corona-Bonus belohnt werden soll.